Ja, tötet mal den Ripper. Legt los. Kommt schon. Ich könnte euch auch helfen, aber ich will gar nicht. Oh, hinten die Wölfe. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt überhaupt jemals schaffen, hier mit Tragak zu sprechen, selbst wenn der Ripper jetzt fällt. Ich weiß nämlich nicht, ob wir hier schon mal waren. Nein, noch nicht auf den. So, Wolf. Jetzt wollen wir uns mal ganz kurz anschauen hier. Vielleicht ist das nämlich irgendein Quest, das wir noch nicht gemacht haben. Komm, stirb. So. Der Rest schafft ihr selbst. Bald wird es keinen mehr von euch. Tragak. Kann ich mit dir sprechen? Ja. Was machst du hier? Ich muss nach Silden. Ich habe eine wichtige Lieferung für den Stadtschamanen Grompel. Der Schamane Grompel ist tot. Dann ist meine Mission hier gescheitert. Ich muss wieder zurück nach Nordmar. Tu das. Zeig mir deine Ware. Gut, ja, brauchen wir eigentlich... Ach, komm, scheiß drauf. Haben wir noch schnell hier mal noch ein bisschen für Klarheit gesorgt. Und dann geht's weiter. Ich glaube, wir kommen hier in die Nähe eines Schattenläuferworts. So blutig, wie das hier aussieht? Bestimmt. Aber erstmal werden wir Xardas helfen. Da! Oh, komm schon. Dich wird niemand vermissen. So, lass weitergehen. Komm, Xardas. Wir haben es eilig. Wir haben nämlich noch ein gutes Stück Weg vor uns. Und ich bin schon wieder viel länger, als ich wollte. Aber ich meine, jetzt ist es ja fast vorbei. Wo ist er denn da drüben? Das müssen wir jetzt noch durchziehen. So. Also mein Fazit habe ich ja schon so ein bisschen gebracht zu dem Spiel. Da werde ich das dann mir sparen im Abspann. Da wir hier genug Zeit jetzt sowieso haben. Also es ist halt wahnsinnig unfertig, wirkt es irgendwie an vielen Ecken. Und es ist halt schade, dass es am Ende so leer wirkt alles. Das ist halt viel dichter von der Atmosphäre her in den ersten beiden Spielen. Warum ich das trotzdem mag, habe ich ja schon erklärt. Trotzdem hätte man natürlich unglaublich viel machen können und es wurde ja auch unglaublich viel gemacht mit den Quest-Paketen. Aber schon mit den Community-Patches ist das ein ganzes Stück besser geworden. Auch was einzelne Quests angeht oder Bugs, sind ja auch einige behoben worden. Auch dass der Guru-Bug da nur einmal aufgetreten ist. Also bei mir ist er generell das erste Mal aufgetreten, aber es gab ja einige Leute, bei denen der richtig oft gekommen ist. Ist jetzt, glaube ich, auch durch die Community-Patches gekommen. Dann Balancing wurde viel mehr verbessert. Es war schon ein ganzes Stück anstrengender und man brauchte wirklich lange, bis man gut genug war, um dann sich auch der Befreiung von Städten zu widmen. Also da wurde gut was gemacht und so ist es schon ein passables Spiel geworden, mit dem man vor allen Dingen verdammt viel Spielzeit rumkriegt. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, das zu spielen. Auch wenn man, ja, auch wenn dann teilweise die Quests unbefriedigend abschließen, letztendlich. Aber auch was mich daneben noch stört, ist halt, in den ersten beiden Spielen gab es diesen Fraktionszwang irgendwo. Also man musste sich einer Seite anschließen, man musste einen bestimmten Weg gehen. Man ist am selben Ziel rausgekommen, aber der Weg war unterschiedlich. Und das ist hier anders. Hier kann man für alle Seiten kämpfen, man kann für die Orks und für die Rebellen kämpfen. Und kann am Ende auch alle töten. Während es halt in den anderen Spielen komplett anders war. Und das stört mich ja auch so ein bisschen. Das Einzige, wo es halt anders gehandhabt wurde, das war eben Zuben. Um bei Zuben dort die Quests zu machen, muss man halt wirklich schon... niemand vermissen. Da muss man halt wirklich schon für die Assassinen sein. Und muss halt auch die Wassermagier töten. Und das finde ich blöd. Das ist echt blöd gemacht. Weil man dadurch halt dort eine ganze Stadt verpasst. Ich finde, ein kleineres Festland mit weniger Städten hätte es auch getan. Dafür mit dichterer Atmosphäre und mehr Liebe zum Detail. Wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal Bakaresh, wenn man Bakaresh weggelassen hätte und Morasul noch detaillierter und noch dichter und mit mehr Quests gemacht hätte, wäre Varant um einiges cooler geworden, glaube ich. Also es ist wahnsinnig cool. Aber auch die varantische Städte wären dann einiges cooler geworden.
Und Ishtar ist halt auch so eine ziemlich unnötige Stadt, finde ich. Die hat nicht viel zu bieten. Dort gibt's nichts. Und dafür, dass das die Hauptstadt des Reiches ist, ist es blöd. Auch in Mortana, die Städte in Mortana sind schön und man merkt auch, dass da das Hauptaugenmerk drauf liegt. Aber auch hier, ja, weiß ich nicht. Kann man viel machen, kann man wirklich viel machen, aber gerade was dann diese großen Quests Befreiung angeht, da ist es halt genauso wie in Varant. Die Rebellen ziehen dann dort ein und das war's dann. Und dann ist gut. Also man hat dann nicht wirklich was davon. Und es wäre halt schöner, wenn dadurch irgendwas freigeschalten würde oder sowas. Dass man da irgendwelche Besonderheiten hat. Und da ist Corinus einfach viel organischer, viel lebendiger gewesen. Und man hatte das Gefühl, dass dort viel mehr möglich war. Also ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Also man hatte das Gefühl, dass man dort wirklich Charaktere vor sich hatte. Komm, die nehmen wir nochmal mit. Warum nicht? Sind wir schon immer so schnell mit unseren Waffen? Da! So, drei Trolle auf einem Streich, das geht. So, komm schon. Zack, der ist tot. Sardas kommt in Bedrängnis, dem helfen wir sofort. Man hat aber auch schon ordentlich zugesetzt. Grüße klar, das muss ich ist mal sagen. Eben nicht alles. Da sagst du was. So, und jetzt müssten wir wirklich bald da sein eigentlich. Wir gucken nochmal auf die Karte. Ja, wir gehen nur stracks auf den Westen zu. Die unbekannten Lande sind halt, wir sehen das ja hier, dieser Bereich, der hier nicht kartografiert ist. Dort geht's noch weiter, das Festland. Man weiß bloß nicht wohin. Weil überall eben die Gebirgsmassive sind und es gibt eben nur einen Zugang und das ist das Portal. Noch mehr von den lästigen Biestern. Oh, hier gibt's Orks. Was ich nicht definitiv nicht spielen werde, ich weiß nicht, ob ich irgendwann vielleicht mal Gothic 1 oder 2 mache. Was ich definitiv nicht spielen werde, ist auf jeden Fall Arcania, auch wenn das eine sehr schöne Grafik hat. Und man da auch viel Inspiration, würde ich sagen, sammeln kann. Aber das ist auch von der Geschichte her nicht schön. Was ich auf jeden Fall auch nicht spielen werde, ist das Add-on zu Gothic 3 Götterdämmerung. Weil das einfach scheiße ist. Also das ist der größte Dreck, der jemals produziert wurde. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Dort ist nur Mortana vorhanden. Das Einzige, was wirklich gut gemacht wurde, was irgendwie ist es nicht schade. Ein bisschen sich entwickelt hat, das war Gotha und das war Treles, das dann eine Vorburg erhalten hat sozusagen. Einen Holzaufbau. Das war eigentlich alles. Und gut laufen auch die Leute. In allen Rüstungen rum, da laufen in Mortana laufen welche in Nomadenkluft, in Nordmar-Rüstung rum, also alles. Und auch so, die Quests sind nicht so besonders, die Questreihe. Die Gegner sind blöd. Fertig. Hier haben wir nochmal. Ein fanatischer Paladin, der uns aufhalten möchte. Das sind die Anhänger Inos und Belias. So muss es sein. Also Belia hatten wir ja schon in Nordmar gehabt. Nun also auch die fanatischen Paladine. Die es nicht zulassen wollen, dass wir die Macht der Götter aus dem Reich der Menschen nehmen. Und deswegen möchte ich das nicht spielen, weil es einfach scheiße ist. Die Götterdämmerung. Und war auch, als das rausgekommen ist, das war so verbuggt, dass man es nicht durchspielen konnte, ohne zu cheaten. Es gab einen Questgeber, da konnte man das Quest nicht abschließen. Irgendwie so war das. Oder der war nicht da, um das abzuschließen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall musste man da irgendwas cheaten. Ich habe es auch bloß einmal gespielt und dann für immer weggestellt. So, erlernt. Haben wir's. Weiter geht's. Er stirbt im Feuer, das ist doch schön. Passend für einen Paladin. So, und das ist der Ort, an den wir müssen. Das ist das Portal, bevor ich jetzt zu Xardas gehe. Nochmal, also deswegen möchte ich das niemals spielen. Die Gothic 1 und 2 könnte sein, irgendwann mal, aber jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Gothic 3 habe ich jetzt eigentlich alles zu gesagt und jetzt wollen wir uns das Ende anschauen. Der letzte Spruch von Xardas und der Epilog. Wir sind da. Wir sind da. Es ist Zeit, das Portal zu öffnen. Dann heißt es jetzt wohl Abschied von der Welt nehmen. So ist es. Wir verlassen die Welt.
Aber das unbekannte Land erwartet uns. Was genau das unbekannte Land ist, weiß keiner. Es kann sein, dass das einfach nur ein anderer Landstrich ist oder dass es vielleicht sogar eine andere Sphäre ist. Nicht mehr Adanos-Sphäre. Wir wissen es nicht, aber wir öffnen das Felsportal. Los geht's. Tor aktivieren. Und wir öffnen es. Na dann, auf geht's. Wir öffneten das Portal zum unbekannten Land und verließen diese Welt für immer. Was auch immer uns erwartet, ist eine andere Geschichte. Lange Jahre trachtete Li dem König nach dem Leben, wegen des Verrats, den Roba an ihm begangen hatte. König Roba ist tot. Jetzt endlich ist Lis Rache an ihm vollendet. Sein Krieg gegen die Orks wird erst enden, wenn die letzte Stadt von den Orks befreit ist. Oder Li den Heldentod sterben wird. Gorn wird auf eigene Faust weiter gegen die Orks kämpfen. Allein nur sein Name wird die Orks das Fürchten lehren. Die Herrschaft der Orks wird noch viele Jahre halten. Die Rebellion der Menschen ist niedergeschlagen. Khan lässt sich als Eroberer des Orkischen Reichs feiern und ernennt sich selbst zum neuen König von Myrtana. Torus findet ein letztes Tor, das er bewachen wird. Das Tor zur Wüste Warant. Er wird Statthalter von Treles und wird der einzige menschliche Feldherr sein, dem die Orks bis in den Tod folgen. Und obwohl die letzten aufständischen Menschen besiegt wurden, werden sich die Menschen eines Tages wieder erheben und in ihre Städte zurückkehren. Ich habe Warant von der Herrschaft der Assassinen befreit. Die Nomaden ziehen wieder über das Land, wie es ihre Vorväter taten. Diego wird der reichste Mann der Welt sein. Er hatte immer ein Geschick für gute Geschäfte. Im Schutz der Mauern von Morazul wird er sein großes Handelsimperium errichten. Lester hat endlich seine lang ersehnte Ruhe in Braga gefunden und verwandelt den heißen Wüstensand in ein ertragreiches Ackerland für sein Sumpfkraut. Angar ist des Kämpfens müde und findet ein ruhiges Leben in Abgeschiedenheit, in den Ruinen von Warant. In den Bergen von Nordmar geht bald alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Barbaren haben das Land ihrer Ahnen endlich wieder zurückbekommen. Es wird still werden in den weißen Bergen von Nordmar. Milton bleibt im Kloster und studiert die Schriften des alten Volkes. Als grauer alter Mann wird er der Weiseste der Weisen sein und das alte Wissen an seine Schüler weitergeben. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis er einsieht, dass meine Entscheidung richtig war. Tja, und Laris? Nun, ich bin sicher, er wird immer dort sein, wo es was zu holen gibt. Naja, war das alles? Wir werden sehen. Nur eins ist sicher, alles wird gut. Eins ist sicher, alles wird gut. Und so kommt Gothic 3 zu einem Ende. Das Let's Play ist wirklich zu Ende. Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Und wir haben gesehen, was mit den ganzen Protagonisten der ersten drei Teile passiert. Finde ich okay, also immerhin hat man am Ende noch mal ein bisschen Geschichte dann, ne? Also das ist halt, man hat keinen Endgegner, mit dem man so richtig dann puff, jetzt so erfährt, jetzt ist es zu Ende. Und man hat auch so nur wenig Geschichte, also das Hauptquest ist ja wirklich ziemlich kurz eigentlich. Man geht zu Xardas, holt die Artefakte, holt Zepter und Stab und das war's. Und da ist also nicht viel, der Rest ist alles Nebenhandlung und eigentlich unbedeutend. Beeinflusst ein paar von den Sequenzen, die wir gerade gesehen haben, aber viel ist da nicht. Und deswegen finde ich es schön, dass wenigstens am Ende nochmal eine kleine, nicht mal eine richtige Filmsequenz, sondern so eine Zusammenstellung kommt, dessen was passiert. Immerhin, sagen wir mal. So, und damit, nachdem ich sowieso schon genug Worte darüber verloren habe, was ich an Gothic 3 gut finde und was ich schlecht finde, möchte ich es auch belassen. Und wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder, hoffe ich. Oder schaut euch es nochmal von vorn an. Da habt ihr wieder fast ein Jahr lang zu tun, wenn ihr jeden Tag eine Folge guckt. Okay.
Also, wir sehen uns wieder beim anderen Spiel, das ich spiele. Und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß wieder mit dabei. Euer Rudra, haut rein.